Hello Friends, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch über meine Bachelor-Thesis etwas erzählen, an der ihr übrigens auch dran teilgenommen habt. Denn alle, die an meiner Umfrage teilgenommen haben, vielen lieben Dank. Diese Unterstützung möchte ich euch mit diesem Video zurückgeben. Falls ihr vielleicht auch gerade eine Hausarbeit schreibt, eine Bachelor-Thesis oder sonst irgendeine wissenschaftliche Arbeit, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Und ich hoffe, diese Tipps, die ich euch jetzt mitteile, helfen euch. Denn ich habe in meiner Thesiszeit ein paar Fehler gemacht. Ganz viele habe ich auch richtig gemacht. Und das alles habe ich jetzt mal in ganz vielen Notizen gebündelt und möchte sie euch weitergeben. Ich fange jetzt einfach mal beim Anmeldezeitraum an und bei der Auswahl eures Profs. Macht euch bitte ganz große und viele Gedanken darüber. Der richtige Prof ist wirklich sehr wichtig und das richtige Thema ist doppelt so wichtig wie der Prof sogar noch. Sprecht euren Prof an, sie sind keine Monster. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe keinen Prof angeschrieben, was ich im Nachhinein sogar bereut habe. Aber es hat sich alles wieder zum Guten gewendet und ich habe richtig Glück gehabt. Aber pokert nicht! Und macht nicht den Fehler wie ich. Sprecht eure Profs bitte an. Denn folgende Situation. Ich bin in Barcelona und wir bekommen unsere Zuteilung. Und dort steht, dass ich in dem Fach Logistik schreiben muss. Knackpunkt! Ich hatte dieses Fach nie, denn es ist ein Wahlfach. Ich habe mich auf Recht spezialisiert. Und Logistik ist ein weiteres Wahlfach, was ich nicht belegt habe. Und dann habe ich einen Prof gehabt, den ich nie hatte, in einem Fach, das ich nie hatte, und darüber sollte ich eine Bachelor-Thesis schreiben. Great! Ja, ich war total verzweifelt, habe den Prof angeschrieben, habe gemeint, wie das jetzt ist, soll ich jetzt 2 Semester nachholen, bevor ich überhaupt erstmal mit meiner These starten kann? Oder wie sieht das aus? Und er war zum Glück total verständlich und hat gemeint, gar kein Problem, mach einen Vorschlag und schreib mir ein Exposé. Und das habe ich gemacht und ich habe mein Wunschthema bekommen. Denn ich habe mir schon ein halbes Jahr vorher Gedanken gemacht, über was ich vielleicht schreiben könnte. Influencer-Marketing hat mich sehr interessiert. Und wie ihr wisst, ich habe einen Reiseblog, deshalb habe ich mir gedacht, Influencer-Marketing in der Reiseindustrie. Ja, und daraus wurde dann Influencer-Marketing in der Tourismusbranche. Da hatte ich also mein Thema. Und mein Prof. Was ich mit der Story sagen möchte, sucht euch euren Prof aus. Schreibt ihn an. Sucht euch euer Thema aus. Sucht euch einen Prof, dem es egal ist, was für ein Thema ihr habt. Ich hatte wirklich das Glück und wurde zugeteilt. Und ihm war ziemlich egal, über was ich schreibe, denn er war ziemlich open-minded und hat gemeint, gar kein Problem, schreibt doch darüber. Sucht euch genau so jemanden. Ich bin mega zufrieden mit meinem Thesisbetreuer gewesen. Er war wirklich ein Traum. Er hat innerhalb von Minuten, Stunden maximal einen Tag zurückgeschrieben, wenn ich eine Frage gehabt habe. Und er war einfach super verständlich. Er hat auch sogar gemeint, ich kann auch in Portugiesisch meine Bachelor-Thesis schreiben. Ist ihm total egal, er kann alle Sprachen gefühlt. Ich habe dann doch Deutsch gewählt. Ich war schon überfordert genug mit der Bachelor-Thesis. Dann gibt es natürlich auch die Spezialisten, die in ein Unternehmen schreiben möchten, was ich mega appreciate. Ich hätte das auch gerne gemacht. Das Problem ist einfach nur, ein Unternehmen zu finden, einen Prof zu finden, diese Koordination. Sehr viele Nachteile gibt es auch, denn die mit denen ich gesprochen habe, die haben jetzt nicht so positive Erfahrungen gemacht. Ziemlich schwierig, aber immerhin, du hast dem Unternehmen geschrieben am Ende. Kurz vor Thesestart gibt es dann nochmal ein Informationsgespräch, zu dem ihr unbedingt gehen solltet. Ich war leider nicht da, da ich noch im Praktikum in Barcelona war, was bei uns ziemlich dumm im Studiengang koordiniert war, denn es ging mehreren so, dass wir, weil wir haben ja ein verpflichtendes Auslandspraktika gehabt, dass viele an diesem Termin einfach nicht teilnehmen konnten. Spricht dann aber euren Prof an. Ich habe mit meinem Prof geskypt und es war eigentlich ganz cool. Oh. Aber was ich einfach gestern, als ich meine These abgeholt habe, erfahren habe, was er bei diesem Gespräch alles mitgeteilt hat, wo ich nicht teilgenommen habe und ein extra Gespräch mit ihm hatte per Skype, fand ich teilweise ziemlich unfair, denn da hat er über Sachen geredet, wo er mir Punktabzug gegeben hat, da ich das nicht drin hatte. Ja, deshalb, kennt euren Prof. Ich hatte halt das Pech, ich habe halt einen Prof bekommen, den ich nie kannte. Glück im Unglück.
aber kennt euren Prof und wisst, was er hören möchte. Ich wusste es leider nicht und habe deshalb Punktabzug bekommen. Aber hey, meine Bachelor-These ist immer noch sehr gut. Aber es hat mich halt wirklich einfach geärgert, denn das war nur ein kleines Mini-Kapitel von einer halben Seite, die ich nicht drin hatte. Und so einen krassen Punktabzug zu bekommen, ist nicht unbedingt sehr fair. Okay. Es geht weiter mit dem Vergabetermin. Da bekommt ihr dann euer Thema eigentlich bestätigt und ihr fangt an zu schreiben. Bei mir waren es 9 Wochen, die ich dann ab dem Zeitpunkt Zeit hatte und ich habe 30 bis 40 Seiten schreiben müssen. Hört sich wenig an. 9 Wochen, 40 Seiten. Hey, schreibt mir noch an einem Tag alles. Nope, Freunde, nope. Es ist kein Tagebuch. Es ist ein wissenschaftlicher Text, den ihr schreiben müsst. Und ich musste mir zum Beispiel erstmal beibringen, wie man wissenschaftlich schreibt, denn in meinem Studiengang wurde das nicht wirklich behandelt. Außerdem müsst ihr noch bedenken, dass bei diesen 40 Seiten keine Graphen drin, also es können Graphen drin sein, aber die müssen von der Seitenzahl abgezogen werden und Bilder genauso das gleiche. Also Bilder, Tabellen und Graphen werden nicht mitgezählt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Baby! Oh mein Gott! Es ist einfach eine fette Taube gegen unsere Scheibe geflogen. Aber sie ist nicht mehr auf unserem Balkon, also geht's ihr anscheinend gut. Boah, ich habe mich gerade so erschrocken. Oh, Chico! Oh. Hoffentlich geht's der Taube gut. Wir haben jetzt also mit unserer These angefangen und jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wo wir am besten schreiben können. Ich bin der Typ Mensch, ich kann sehr gut hier schreiben. Ich habe meinen Arbeitsplatz, der ist super clean, aufgeräumt, auch mit diesem Glas. Ich liebe es. Ich kann dort super lernen, auch mit diesem kleinen Pudelmann hier hinter mir. Den Chico. Ne, Chico? Jo, wir sind richtige Lernbuddies, ne? Habt ihr übrigens mein neues Insta-Bild gesehen? Kommentiert mal mit Lernbuddies unter dem Bild, wenn ihr wisst, welches ich meine. Aber ich kenne auch ganz, ganz viele, die einfach nicht zu Hause lernen können und eher in die Bibliothek gehen. Viele andere lernen am Küchentisch oder viele andere lernen bei Freunden, beziehungsweise schreiben bei Freunden. Ihr müsst es selbst herausfinden, wo ihr am besten lernen könnt und wo ihr am besten schreiben könnt. Denn die Zeit tickt. Und da bin ich auch schon. Macht euch einen Zeitplan. Unbedingt. Ihr müsst einen festen Zeitplan haben. An dem Tag möchte ich so und so viele Seiten geschrieben haben. An dem Tag möchte ich anfangen zu schreiben. Auch wenn ihr ihn nicht zu 100% befolgt, er ist am Ende wirklich Gold wert. Denn ich habe ihn gemacht. Ich habe ihn nicht zu 100% befolgt. Ich habe ihn so als Grundkonzept genommen. Und es hat super funktioniert bei mir. Halt, 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 halt! Bevor ihr anfangt, irgendwas zu tippen und irgendwas zu schreiben, formatiert die Datei. Glaubt mir, es ist so viel weniger zeitaufwendig, wenn ihr sie von Anfang an formatiert. Welches Format ihr genau haben müsst, steht im Thesis-Guide, den euer Prof euch zur Verfügung gestellt hat oder auf eurer Webseite von der Uni steht. Und macht erstmal die Formatierung. Bei uns war es nämlich hier so ein fetter Abstand und hier wollt ihr nur ganz wenig haben und außerdem Zeilenabstand von 1,5 und alles Mögliche. Deshalb macht erstmal das. Das ist wirklich wichtig, denn wenn ihr es erst am Ende macht, Freunde, ihr wisst nicht, wie viele Seiten ihr geschrieben habt, ihr wisst gar nichts. Deshalb macht das direkt am Anfang. Mein Thesisbetreuer wollte unbedingt eine vorläufige Gliederung von mir haben, die ich dann ihm eingereicht habe und dann habe ich erst angefangen zu schreiben. Eine Gliederung ist so wichtig. Ich habe so viele Freunde gehabt, die einfach keine Gliederung hatten und erst kurz vor Abgabe ihre Gliederung fertig hatten, wo ich mir gedacht habe, wie? Wie zur Hölle habt ihr das gemacht? Wie habt ihr geschrieben? Denn bei mir war es so, ich habe meine Gliederung und ich habe die Punkte einfach nur abgearbeitet. Das war's. Sehr viel zeitsparender, als ständig seine Gliederung umzuändern. Klar, ich hatte auch eine vorläufige Gliederung nur, aber das Grundkonzept stand und ich habe nur die Unterpunkte ein bisschen geändert und die Überschrift teilweise verändert, aber es hatte noch den gleichen Sinn. Wisst ihr, wie ich meine? Hier, das hier zum Beispiel Influencer-Marketing für Reiseunternehmen. Davor stand Influencer-Marketing in der Tourismusbranche.
Also ihr versteht, was ich meine. Der Sinn hat sich überhaupt nicht geändert. Ich habe einfach genau das Gleiche gehabt und ich habe einfach nur meine Punkte abgearbeitet. Und es war so viel einfacher in der Recherche, Chancen und Risiken beispielsweise gehabt. Und das habe ich mir einfach überall angeguckt. Alle Bücher habe ich durch Chancen und Risiken durchforstet. Ein weiterer Fehler, den so viele immer begehen, ist einfach ohne Wissen anzufangen. Ich weiß nicht wie, aber es machen wirklich ganz viele, die bekommen ihr Thema, machen eine Gliederung, schreiben los und danach lesen sie erst. Freunde, das hört sich gerade zwar sinnlos an, aber es machen wirklich viele. Macht das auf keinen Fall. Lest erstmal ein bisschen, holt euch Informationen, holt euch einen Stapel von Büchern. Ich weiß nicht, ob ihr ältere Videos von mir gesehen habt. Da stand manchmal bis hierhin Bücher. Ihr habt eure Gliederung, lest nur die Punkte, das Relevante, was ihr auch lesen müsst. Am Anfang habe ich komplett alle Bücher immer gelesen. Es war einfach so zeitaufwendig und dann hatte ich meine Gliederung und dann ging das einfach sehr viel schneller. Ein Recherchetipp, den ich euch geben kann, ist ein Blatt, ein Buch oder ein Word-Dokument. Alles, was ich wichtig fand aus dem Buch, habe ich abgetippt. Es hört sich jetzt nach viel Arbeit an. Ich habe es abgetippt und da hinten dran die Seitenzahl vermerkt. Denn mein Prof wollte Seitenzahlen und viele Profs wollen das eigentlich auch. Noch so ein Tipp, sofort die Quellen in eurem Dokument pflegen und einfügen. Ich musste nach Harvard zitieren, was mega praktisch war. I love it. Man macht einfach eine Klammer auf, den Autor, das Datum und Klammer zu. Glaube ich zumindest. Guckt das lieber nochmal nach. Aber es war mega einfach. Auch noch so eine Sache, nimmt nicht Wikipedia. Aber es gibt unten, wenn ihr ganz runter scrollt, Quellenverweise. Guckt die euch mal an. Vielleicht findet ihr da wichtige Sachen. Eine kleine Anmerkung für euch, die auch im Social Media schreiben oder irgendwelche Social Media Quellen haben, macht Screenshots. Denn wie schnell kann man ein Video löschen, ein Tweet löschen oder ein Bild löschen oder archivieren? Und dann habt ihr es in eurer Thesis, der Prof will es nachgucken und ist gelöscht. Macht einen Screenshot und macht es auf den USB-Stick oder auf die CD, die ihr am Ende abgibt. Was auch noch ganz wichtig ist und eigentlich total banal und dumm, sichert regelmäßig eure Thesis. Hört sich jetzt echt einfach an, aber ihr glaubt gar nicht, wie viele da durchgefallen sind und ihre Thesis nicht abgeben konnten, weil die Festplatte kaputt gegangen ist, nicht richtig gesichert wurde oder der PC kaputt gegangen ist, Cola über den PC gelaufen oder sonst irgendwas. Sichert eure Thesis 5000 Mal. Ich habe es so gemacht, ich habe auf alle meine Festplatten, die ich hatte, immer am Ende des Tages die aktuelle Version gemacht. Zusätzlich habe ich auch nochmal mir meine Thesis per E-Mail geschickt an mich selbst. Denn sollte das Haus brennen beispielsweise, alle meine Festplatten verbrennen und mein PC, habe ich trotzdem die aktuelle Version von meiner Thesis und kann von einem Internetcafé, gibt es die Dinge eigentlich noch? Könnte von dort eigentlich rein theoretisch meine Thesis weiterschreiben. Und jetzt sind wir im richtigen Teil angekommen, wo wir anfangen, die Thesis zu schreiben. Und hier kommen meine Tipps. Macht einfache Sätze. Ich habe so viele lange Sätze geschrieben. Ich weiß nicht weshalb, aber in Sevilla habe ich mich darüber beschwert, weil die Professorin dort hatte so einen langen Satz. Immer auf Spanisch. Und ich habe ihn nie verstanden. Und ich habe es einfach selbst gemacht. In meiner Thesis. Ich habe solche Sätze geschrieben. Hä? Was ist das? Deshalb macht einfache Sätze. Maximal 2 bis 3 Zeilen. Mehr nicht, bitte. Und seid nicht die Königin der Relativsätze. Oder der König der Relativsätze. Einfache, präzise Sätze, die euer Prof lesen kann. Und die ihr auch versteht, wenn ihr, keine Ahnung, eine Woche, 2 Wochen später nochmal drüber lest und euch denkt, was habe ich da genau geschrieben? Noch so ein Punkt. Lasst ständig jemanden Korrektur lesen. Ich weiß, es ist nervig, zeitaufwendig, etc. Aber es ist wirklich wichtig. Freunde, man schreibt so viel Mist. Ihr glaubt es nicht, wie viel Mist ich produziert habe während diesen 9 Wochen. Lasst jemanden vom Fach drüber lesen. Lasst jemanden, am besten Deutschlehrer, drüber lesen. Und lasst jemanden drüber lesen, der keine Ahnung von eurem Thema hat. Und lasst nochmal jemanden drüber lesen, einfach just for fun. Und
und lest tausendfach Korrektur. Lasst euren Hund drüber lesen. Aber lasst drüber lesen. Regelmäßig und nehmt die Kritik an. Und ja, ich weiß, wir Menschen sind eigentlich nicht kritikfähig. Versucht es während eurer Thesiszeit zu sein. Das ist wirklich wichtig. Ganz am Ende, wenn ihr eure These abgibt, denkt daran, nochmal jemanden Korrektur zu lesen lassen. Am besten auch nochmal ein paar. Denn jedem fällt nochmal was anderes auf. Oh, glaubt's mir. Es gibt so viele Fehler, die es gibt. Und ich habe es tausendmal Korrektur gelesen. Und dann war ich gestern bei meinem Prof. Und mein Prof schlägt irgendeine Seite auf. Und da habe ich einen Fehler entdeckt. Er hat zum Glück nicht entdeckt. Ich aber. Ah! Deshalb, es haben 1000 Leute gefühlt drüber gelesen. Trotzdem, man findet immer wieder einen Fehler. Ich habe 2 Wochen mir Zeit genommen, nochmal jemanden Korrektur lesen zu lassen. Also nicht nur jemanden, sondern mehrere Leute drüber lesen zu lassen. Und 2 Wochen hören sich jetzt echt viel an. Aber überlegt, es gibt andere Leute, die auch noch was zu tun haben. Und eure Bachelor-Thesis steht nicht im Fokus des Universums. Und wenn ihr kommt, muss sofort alles stehen und liegen gelassen werden und nur eure Bachelor-Thesis Korrektur lesen. Ja, war das ein Satz? Das war kein Satz. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst nochmal dem anderen auch nochmal Zeit geben, denn das geht nicht so einfach so. Jo, ich bin jetzt fertig. Liest du genau jetzt Korrektur? Nee, Freunde. Ihr müsst genug Zeit einplanen. Das geht so nicht. Glaubt mir, 2 Wochen hören sich echt lang an, gerade bei 9 Wochen Bearbeitungszeit. Aber es sind wirklich, das ist nicht lang. Denn allein drucken, nein, drucken geht schnell. Macht es am besten am letzten Tag oder am vorletzten. Aber nicht in letzter Sekunde. Macht euch einen Termin, wenn ihr druckt. Und, oh mein Gott, müsst ihr unbedingt beachten, die Mädels, wenn ihr lackierte Fingernägel habt. Wer kennt diese Streifen auf Blättern? Habt keinen Nagellack auf euren Fingernägeln, wirklich. Habt keinen Nagellack. Eine Freundin von mir hat ihre Bachelor-Thesis gedruckt, hat sie nochmal durchgeguckt und überall hat sie rote Flecken, also diese roten Streifen gehabt. Die konntest du einfach nochmal drucken. Ah ja, und vielleicht sollte ich euch noch sagen, seht ihr diese bunten schönen Seiten? Die sind richtig schön teuer. Versucht so wenig bunte Seiten wie möglich zu produzieren, denn es ist einfach super teuer bunt zu drucken. Deshalb macht am besten alles schwarz-weiß. Ich habe am Ende, am letzten Tag, habe ich nochmal, ich glaube, 2 Stunden dran gesessen, um meine ganze Bachelor-Thesis schwarz zu machen, bis halt solche Graphen. Das erkennen die meisten Drucker übrigens von selbst, also ihr müsst da eigentlich meistens nichts sagen. Und ja, ich habe halt schon ein paar Graphen, ein paar Bilder und sowas und das wurde halt schon teuer. Aber, naja, geht halt nicht immer, das ist halt auch eine Bachelor-Thesis. Freunde, mir ist gerade einfach aufgefallen, dass ich meine Kette falsch rum, ne? War ich einfach schon die ganze Zeit falsch rum? Hä? Ups. Oh Mann. Ja, Freunde, jetzt habe ich sie richtig an. Ups. Ich bin gerade in der Vorbereitung für meine mündlichen Prüfung. Und wie ihr seht, bei mir geht alles drunter und drüber. Oh mein Gott. Ich vergesse einfach alles. Sorry dafür. Jetzt ist sie aber richtig rum an. Naja, wie auch immer. Versucht in schwarz-weiß zu drucken und macht die Überschriften bitte in schwarz. Denn wenn ihr das automatische Inhaltsverzeichnis macht, wo man draufklicken kann, wird es blau. Und das müsst ihr bitte schwarz machen. Yep, da habe ich halt wirklich 1-2 Stunden nochmal dran gesessen. Kurz vor Druck. Was echt nicht sein muss, wenn ihr das sofort immer macht. Und denkt dran, was mein Mindopener war, war nur das Geschriebene zählt. Nichts anderes. Egal, was in eurem Kopf ist, es zählt nicht. Es ist total egal. Alles, was in diesem Buch steht, was ihr am Ende druckt, meins hat übrigens irgendwie 90 Seiten gehabt, oder? Ja, 80. Alles, was auf diesen 80 Seiten steht, ist nur relevant. Nichts, was in eurem Kopf steht. Ihr müsst alles zu Papier bringen. Oh Mann, ich habe gerade so lange gequatscht, dass mein Akku einfach leer gegangen ist. Sorry dafür. Und denkt dran, alles auf 35 bis 40 Seiten zu kürzen, denn diese 80 Seiten, 40 Seiten davon waren Anhang. Und denkt dran, ihr schreibt nicht für euch, ihr schreibt für euren Prof. Das, was er liebt, sollte in eure Thesis rein. Ich zeige euch mein Beispiel. Ich habe nämlich so eine ganz bekloppte Tabelle gemacht. Kriterienkatalog. Ich fand das so schwachsinnig. Mein Prof hat das so gefeiert. Also, macht das, was euer Prof möchte. Die Umfrage, die ich übrigens gemacht habe, sieht mittlerweile so aus. Also,
Ich habe gut ausgewertet. Wenn ihr auch daran Interesse habt, könnte ich auch ein Video machen, denn ich war total überfordert mit einer Auswertung. Ich habe gedacht, ich nehme einfach die Google-Ergebnisse. Daraus wurde leider nichts. Und ich musste irgendwie erstmal mir alle möglichen Excel-Skills aneignen, Pivot-Tabellen. Ja, wenn ihr Bock habt auf so ein Video, wenn ihr auch eine Umfrage demnächst machen möchtet oder einfach auch eine machen müsst, wie ich, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich mache ein Video drüber. Und das war's. Das waren alle meine Tipps zu dieser Thesis. Ich hoffe, ihr wendet sie an und ich hoffe, ihr macht eine richtig gute Thesis und eine wunderschöne Hausarbeit. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie doch einfach mit dem Hashtag #HeyNessieUni. Dann mache ich daraus nochmal ein neues Video, wenn ihr Fragen habt. Oder halt auch Schularbeiten, Hausarbeiten, whatever. Alles fast das Gleiche. Aber das ist mega wichtig, Freunde. Deshalb... Und vergiss nicht, immer die Balance zu behalten, denn Uni ist anstrengend. Yep. Hinterlasst im Video doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, einen Kommentar, ob ihr auch so eine geile Hausarbeit schreibt oder eine Bachelor-These oder sogar eine Master-Thesis. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Vergesst nicht zu abonnieren. Danke!